Warst du nicht fett und rosig, warst du nicht glücklich? Bis auf die Beschwerlichkeiten, mit den anderen Kindern streiten, mit Papa und Mama. Wo fing das an und wann? Was hat dich irritiert? Was hat dich bloß so ruiniert? Dass sie nicht zuhören wollten oder nichts glauben, waren sie dumm, so dumm um zu verstehen, wovon du erzählt hast. Wollten sie die Wahrheit rauben und dich einsperren in ihren Kaktusgarten, konnten sie damit nicht warten. Was hat dich bloß, was hat dich bloß, was hat dich bloß so ruiniert? Wo fing das an? Was ist passiert? Hast du denn niemals richtig rebelliert? Kannst du nicht richtig laufen? Oder was geschieht? Und ist die Wunde tief in deinen Männern? Kannst du dich nicht erinnern? Bist du nicht immer noch, Gott weiß wie, privilegiert? Was hat dich bloß so ruiniert? Was hat dich bloß so ruiniert? Hi. Hey. Ich bin auf dem Weg zur Schule. Ich finde gerade den Weg nicht. Paul Dessau? Ja. Gibt nur eine Schule hier. Das ist mein erster Tag heute. Ja, hast du was vor dir? Ich bin zweimal sitzen geblieben. Das ist meine letzte. Ach so, na wie Ecke. Bist du auch zweimal sitzen geblieben? Ja, darum sitze ich da hier. Senf, Ketchup, betet? Ja, betet. Aber wenn ich das jetzt hier auch nicht schaffe, noch ein viertes Mal habe ich keine Chance mehr. Das ist meine letzte Chance jetzt. Dann machst du so was wie ich. Wie ist zwar mies, aber verhungert drückt nicht. Und wieso geht's dir mies? Naja, man hat sich auch was anderes vorgestellt. Mir ging's ja auch schon mal besser. Hm? Ich mach das ja nicht schlimmer hier. Ich hab auch mal woanders gearbeitet. Wo denn? Unter Linden. In Berlin? In Berlin, unter Linden. Opernkaffe. Ich hab gar keinen Bock auf die Schule jetzt. Nee, wa? Ja. Hatte ich auch nie. Nie. Hast du dich nicht erinnert? Bist du nicht immer noch? Gott weiß wie privilegiert. Was hat dich bloß so ruiniert? 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 Spät dran, junger Mann. So. Um drei Viertel beginnt der Unterricht. Das hat eben zur Stunde gegeben. 9x13. 113. Müssen wir runtergehen. Nur wieder runter. So. Nur andere. Noch schön folgen. Ja. Jo, das wäre mal. Hey. Ich habe hier einen neuen Schüler, der leider schon weiß, dass zu spät kommt. Frau Sekretärin hat den Raum nicht gefunden. Da sind wir noch umhergeirrt. Mein Lieber, hat das ein bisschen gedauert. Um drei Viertel waren Sie erst bei mir. Und wir waren ja erst in dem anderen Raum. Ne? Das waren wir auch noch, ja. Sonst wäre ich ein bisschen früher hier gewesen. Zwei Minuten. Gut. Platz suchen, so, bitte. Danke, Frau. Hase. So, ja, da. Da. Die erste Bank bleibt frei, die brauche ich zum Hinsatz. Ja. Such dir mal einen Platz. Jonas, ziehst du dich bitte mal aus und hängst deine Jacke hinten an. Den Rucksack kannst du da stehen lassen. Hast du schon Materialien mit, also ein Hefter? Ja. Kariert oder liniert, ist mir egal. So. Bist jetzt fertig? Gleich. So. Also, wir fangen mit der wissenschaftlichen Erkenntnis über die Entstehung der Welt an. Kaust du Kaugummi? Ja. Jonas. Raus damit. Noch einer? Ich nicht allein. Fängt ja gut an. Wir bringen sie nie den Müll immer nach vorne. Das heißt, wenn man die ganze Entwicklung der Erde, also seit die angefangen hat, vor 4,6 Milliarden Jahren, sich zu entwickeln,
Wenn man das auf ein Jahr quetschen würde, dann bräuchten wir uns eigentlich erst den Dezember anzugucken, in dem eigentlich wirklich was passiert. Schon doof. Und erst im Dezember fängt wirklich was an. Am 19. Dezember... Max, jetzt ist gut. Am 19. Dezember entwickeln sich Fische und Pflanzen. Erst am 25. Dezember würden die ersten Säugetiere auftreten. Und am 31. Dezember kommen dann langsam die Menschen. Um 22.45 Uhr kann man so von diesen Vormenschen sprechen. Um 23.45 Uhr, also eine Viertelstunde vor Mitternacht, tritt dann der berühmteste unserer Vorfahren auf, nämlich der Neandertaler. Und von der eigentlichen menschlichen Geschichte, da kann man dann sprechen, so 20 Sekunden vor Mitternacht. Irgendeiner eine Zigarette? Hey, cool, danke. Zocken ja auch nur jetzt Nachmittag. Diese Folie, Jessica, hier, Adam. Komm, du kannst mir gleich mal helfen. Schön, dass du da bist, Jonas. Hi. Da lernst du gleich neue Namen kennen. Die beiden Mädels, gib ihnen mal die Folien. Die Zeit ist zu spät gekommen. Die wendest du nach der Stunde mal auf und machst mit mir ein Plaudergespräch. Oh Gott. Du hast Zigaretten, Jonas? Bist du Raucher? Nein. Nein? Ich führe nur Zigaretten bei. Gut. Ich rauche sie nicht. Mal zu, du bist Sekundarstufen 1 Schüler. Sekundarstufen 1 Schüler heißt, du bist zwar 18 Jahre alt, aber du bist in der Pause auf dem Schulhof, bitte. Ich habe vorhin so das Pech gehabt, an der Scheibe vorbeizugehen und dich da draußen langlaufen zu sehen. Es wäre mir recht, das würde ich nicht nochmal sehen. Also könnten wir uns darauf einigen, dass du auf dem Pausenhof wie die anderen Schüler auch bist? Gut. Du brauchst bei mir im Unterricht nicht heimlich zu trinken. Wenn du deinen Mineralwasserhaushalt auffüllen willst, nimm Cola, Zucker, nicht so schön. Alles andere kannst du trinken, aber du sollst ja den Flüssigkeitshaushalt auffüllen und nicht den Zuckerspiegel hochbringen, dass das Insulin dann verrückt spielt. Okay. Bringst du dir was Gesundes mit? So, meine Damen und Herren, also für die, die wir uns heute das erste Mal sehen, nochmals einen herrlichen Mittwoch. Wir sind ja dabei, in großen Schritten auf die Klassenarbeit zuzugehen. Die meisten, denke ich mal, hatten mit Jonas schon Kontakt. Grüßen Hallo. Wir natürlich auch, besonders in unseren Reihen. Tag. Der natürlich jetzt ein bisschen problematisch wenig Zeit hat, die Klassenarbeit sich vorzubereiten. Ne? Also sind wir ja nicht neidisch drauf. Nee. Jups, wir sind dabei, uns mit den Logarithmen auseinanderzusetzen. Also, Logarithmen berechnen. Jede beliebige Logarithmusgleichung ist lösbar. Das heißt mit anderen Worten, für jede Potenzgleichung können wir den Exponenten rechnerisch ermitteln. Ja, der letzte Schritt hier ist mathematisch nicht ganz sauber. Hier käme wieder im Test, ne? Diese selber Bemerkung da, Fachsprachenfehler. Denn x nach dem, was hier rauskommt, ist tatsächlich rund 4,5 und nicht 4,5 mal 5. Hausaufgabe, Logarithmusgesetze. Seite 27, wie gesagt, im Buch als Hilfe, um das in den Griff zu bekommen. Hey. Sind wir hier drin? Genau. Ja. Hi. Wer war das nochmal? Christoph. Ja. War der eben auch dabei? Hm? Ja, war dabei. Wir haben sie gesucht. Sehr musikalisch. Das freut mich. War ein sehr schöner Unterricht bei Ihnen. Na, mal sehen, wie es weitergeht. Vielen Dank.
Gespenst? Ich brauchte mal ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Wo warst du? Wo warst hey. Du? Er braucht nur ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Ich gebe dir dann ein Freundebuch her. Ich habe nee, diese Zeit zum Nachdenken. Ja, manchmal fühlt man sich ja so, dass man ein bisschen nachdenken muss. Hast du etwa eine Freundin, sag mal, dass du drüber nachdenken musst? Nee, eben nicht. Oh. Aber ich würde gerne mit ihr zusammen kommen. Du? Mhm. Ist die hier auf unserer Schule? Nee, oder? Ja. Hier? Ja? Nee. Warum? Komm. Weil du nee, das sage ich nicht. Warum denn? Ist sie denn in unserer Klasse? Sag ich nicht. Also ja. Aber du musst ja erstmal ein bisschen das so sacken lassen und überlegen, wie man den ersten Schritt macht. So ein bisschen flirten. Wirklich? Ja. Wie denn? Na, wenn wir wissen, wie es geht, können wir dir bessere Tipps geben. Genau. Also ich weiß, dass sie sich total für Musik interessiert. Aber wäre das cool, wenn man zum Beispiel in einer Band spielt oder so? Das kommt darauf an, wie gut die Band ist. Ja, Jonas, bitteschön. Hey! Hallo, Jonas. Ich bin der Herr Drescher. Hi, Herr Drescher, ich bin Jonas. Leiter dieser Schule. Herzlich willkommen. Danke. Ich muss dich natürlich auf eine Besonderheit hinweisen, die es bei uns an einer Brandenburger Gesamtschule, insbesondere dann auch in einer 10. Klasse, gibt, wenn man die wiederholen möchte. Es gibt nämlich den sogenannten Beobachtungszeitraum. Das kannst du dir so vorstellen wie so eine Art Probezeit, wenn du als Arbeitnehmer irgendwo anfängst zu arbeiten. Das heißt, wir werden in den nächsten Wochen dein Lernverhalten hier ganz genau beobachten. Und alle deine Fachlehrer werden sich dann nach einem gewissen Zeitraum zusammensetzen und eine Prognose abgeben, ob denn dieser höhere Schulabschluss, den du möchtest, auch möglich sein wird. Oder es kann aber auch natürlich sein, dass die Fachlehrer feststellen, also er hat sich zwar sehr hohe Ziele gestellt, aber es ist aufgrund seiner Leistungsbereitschaft und seiner Leistungsentwicklung nicht absehbar, dass dieses Ziel erreicht werden kann. Dann wird an dieser Stelle die rote Karte gezogen, dann ist Ende. Und können Sie mir nochmal mit genauso vielen Worten das nochmal das Tolle sagen, also was alles cool wird, wenn ich es schaffe? Ich brauche immer sowas, dass man mir sowas sagt, so, ja Jonas, klar schaffst du das. Kann ich dir auch natürlich persönlich sagen, es wäre ganz toll, wenn du dich hier am Riemen reißt und ganz tolle Leistungen zeigst. Du wirst das auch schaffen, wenn du wirklich willst. Aber es ist mir so ein Wenn dabei, also kannst du nicht einfach sagen, du schaffst das, Jonas, das wäre für mich gut. Okay, dann bin ich ganz optimistisch und sage, du schaffst das. Okay, und dazu drücke ich dir die Daumen. Ha? Nee, nicht Daumen drücken. Sondern? Ich schaff's einfach. Ohne Wenn und Aber. Mhm. Deal. Dann überzeug uns davon. Nee, also. Auch nicht. Nee, ich schaff's. Also ich schaff's auf jeden Fall. Gehen wir davon aus, dass du schaffst. Deal. Gibt es sonst noch Fragen zur Schule? Sind Sie verheiratet? Ja. Mit wem? Mit meiner Frau. Glücklicherweise. Ist die auch Lehrerin? Die ist auch Lehrerin, genau. Die ist an einer Grundschule, die unterrichtet die ganz kleinen Kinder. Und hast du eine Freundin hier in. Mm-mm. Bist ganz alleine. Und werden Sie oft gehänselt wegen dem Pferdeschwanz? Eigentlich noch nie. Man hat nur gesagt, dass das natürlich zu einer musikbetonten Schule ganz gut passt. Warum? Das weiß ich auch nicht so richtig. Ich könnte mir vorstellen, dass man denkt, dass vielleicht ehemals Musiker dann auch so aussahen. Mm. Mit langen Haaren, aber warum auch immer. ZZ Top. ZZ Top hat ja leider nur einen langen Bart und wenig lange Haare. Ja, ich kenne ihn nicht. Ach so. Ja. Wenn du sonst erstmal keine weiteren Fragen zur Schule hast, dann. Danke. Soweit alles Gute. Und wir sehen uns dann morgen. Ja, reicht, danke. Mhm. Dann bis morgen. Danke, Herr Drescher, bis morgen. Tschüss. Ciao. Ich muss mal von dem Ton. Die Stimme muss auch erst wach werden. Komm. Und. Für Jonas nochmal eine andere Form der Bassbegleitung würde ich mich freuen, wenn du das schaffst. Dein musikalisches Gehör stellt fest, dass welcher Ton nicht ganz exakt war? Der zweite. Der zweite, genau. Musste der tiefer oder musste der höher? Ich glaube tiefer. Gesungen werden. Tiefer. Richtig. Also ein bisschen tiefer denken, die Quinte nach unten nehmen. Ja? Intervallabstand, Quinte. Na, 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 na.
ist schwieriger, etwas schwieriger. Wir sind alle die andere Form, ja? Also. Na, 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 na. Ja, ganz mutig. Ich freue mich übrigens über die Mitarbeit, ja? Ich habe jetzt am Klavier einfach nochmal die Quinten. Du spielst auch Gitarre, ne? Ich will so eine AG machen. Ja? So, Band-AG. Gibt es ja hier so Schülerband? Gibt es ja. In der Hauptstimme und die anderen bitte die Quinten jetzt. Ich kann auch eine eigene gründen. Kannst du ja machen. Geht, oder? Also bestimmt. Muss bloß genügend Leute finden. Würdest du mitmachen? Weiß ich nicht. Mal schauen. Was hören Sie so privat für Musik? Alles. Also nicht nur die Klassik, ja. Und vor allen Dingen höre ich sehr laut. Sehr laut? Da kriege ich immer Beschwerden. Im Auto laut? Ja. Das mache ich auch auf. Das macht Spaß irgendwo. Ja, da kommt man ganz locker durch den Tag. Ja, und deine Lieblingskomponisten, sage ich mal, der Klassik? Hast du da auch Beethoven finde ich ganz geil. Beethoven, was denn da konkret? Die 5. Symphonie. Genau. Das mag ich ganz gern. Und die Mondscheinsonate, die finde ich. Finde ich schön. Ja. Ja. Gut, ich wünsche dir nur einen schönen Tag. Ich wünsche Ihnen auch. Schönes Wochenende. Danke. Tschüss, Mama. Geschaffen worden und jetzt sind wir Menschen dahin gekommen, wie auch immer. Was stelle ich denn dann erstmal fest? Naja, ich verstehe eigentlich nicht. Diese Frage sind bei allen Völkern gleich. Naja, ist doch schon beantwortet. Wir sind aus irgendwelchen mikrobiologischen Organismen entstanden. Und wie sind wir dann, also woher sind wir gekommen? Also, was sind das für dumme Fragen? Ja, ich glaube, du hast jetzt gerade nicht mitgedacht, Jasmin, weil wir haben gesagt, die Leute, die vereinzelten Völker schaffen sich Schöpfungsmythen und die versuchen sich irgendetwas zu erklären. Ja, aber das ist doch affig, das ist doch alles schon... Nee, es ist einfach nicht affig, sonst hätten die Völker das nicht erfunden. Das hat nämlich einen großen Sinn und das hat auch einen tieferen Sinn. Frau Schröder, ich bin der Meinung, dass Sie beide gerade aneinander vorbeireden. Jasmin versteht, glaube ich, noch nicht, dass es einfach wir so eine Art Geschichtsunterricht machen, dass die das früher gedacht haben. So. Ja, aber... Aber selbst heute wissen wir auch noch nicht, woher die Mikroorganismen kommen. Richtig. Das ist ja keine Antwort auf die Frage, wo das alles herkommt. Irgendwie ist doch mal irgendwie, dass wir alle von Adam und Eva abstammen, oder? Bei irgendjemand. Aber sind wir dann nicht alles Inzuchtopfer irgendwie? Was? Wenn wir vom Schöpfungsmythos der Bibel ausgehen und davon ausgehen, dass wir alle von Adam und Eva abstammen, hättest du natürlich... Ist nicht aber Inzucht sogar da verboten? Ja. Also... Man muss es mal genau Ihr stellt euch so hin und versucht immer von oben herab, ja, na, die sind ja alle doof gewesen und die können doch nicht hier irgendwelche Götter heranziehen. Aber damals war es notwendig, sie hatten keine andere Erklärung. Das ist doch kein Vorwurf, das ist einfach, ich hatte vorher nicht verstanden, dass wir von der jetzigen Zeit reden. Ja, Jasmin, wenn du von Anfang an zuhörst, kriegst du das auch mit. Aber sie gucken mich immer voll fies an. Woran glauben Sie denn, Frau Schröder? Ich bin eher der wissenschaftliche Typ. Was heißt das?
Das heißt, dass ich an die Wissenschaft glaube und nicht an irgendwelche Götter. Das heißt aber nicht, dass ich die Menschen in der früheren Zeit nicht verstehe. Ich fand das sehr interessant, Frau Schröder. Das ist schön. Auch mit dem Glauben, mit der Wissenschaft, weil ich da auch immer mich nicht weiß, ob ich glauben soll. Was denkst du? Glauben. Vielleicht können wir uns darüber mal privat unterhalten. Können wir machen, ja. Na scheiße, das habe ich auch nicht gemacht. Ja. Von wem schreibst du ab? Das überlege ich mir gerade. Oder ein bisschen selber aus. Denk einfach mal selber. Nee, lass es mal abschreiben. Du weißt, dass die zweite Notenlinie ein G ist. Nein, fangen wir nicht von... Hier. Nein. Guck mal. Du musst von H eine kleine... Ja, kannst du es mir nicht einfach aufmalen? Ich wollte gerade sagen, ich muss eine Sekunde runtergehen. Na, Max, hast du das ganze Wochenende nachgedacht? Ja? Oh, über die Band? Über Joe Max. Joe Max? Weißt du, was Joe Max ist? Na, das ist schon unsere Band. Ja. Auch nicht schlecht. Jonas und Max. Joe Max. Wer ich drauf komme? Ich habe Tilo überredet. Der würde mitmachen. Wen? Tilo. Tilo würde mitmachen? Ja, mit dem Bass, ja. Wirklich? Wollte er mal ausprobieren, ja. Joe Max T. Joe Max T. Joe Max T. Tilo. Hier, ich bin fertig. Na? Jonas? Max, erzähl doch was mit unserer Band, oder Band AG. Joe Max T. So heißen wir, Joe Max T. Alter. Jonas, Max und Tilo, Joe Max T. Max, krieg mal groß los. Okay. Jonas? Tilo ist dabei bei Joe Max T. Hab ich doch gesagt. Aber wir sind die Band wieder, okay? Klar. Wie Robbie Williams und Gary Barlow. Oh, was? Jonas? Und wer bist du in dem Part? Gary Barlow und du bist Robbie Williams, okay? Gut. Ich habe nachher in der zweiten großen Pause einen Termin bei Drescher. Okay, warum das denn? Dann können wir die Band anmelden. Ja, geht. Ich hab das nicht gar nicht. Okay. Geh mal hin. Okay. Mach mal. Cool. Geh du, alter Esel, hole Fisch. Hab ich mir gemerkt. Geh du, alter Esel, hole mir Fisch. Kartonständer. Und wir brauchen dringend Arbeitsmittel. Pizza Barabi mit Tomaten. Ja, zwei Hefte. Das ist ein fliegendes Blatt hier. Damit kriegen wir hier keine Ordnung rein. Das stimmt. Ich kaufe mir heute eins. Ich kaufe mir heute ein Heft. Zwei Hefte. Ich denke, was ich will und was mich beglücket. Doch alles in der Still und wie es sich schickt. Mein Wunsch und Begehren kann niemand verwehren. Es bleibt dabei, die Gedanken sind frei. Das Schriftbild hier, das möchte ich wirklich mal lobenswert hier zeigen. Wahnsinn! Also wirklich, es ist eine Freude, in diese Noten, in dieses Heft zu sehen. Ja? Und... dieses fliegende Blatt geht gar nicht. Wie gesagt, nächste Woche ein schönes Heft. Meins ist auch richtig, oder? Deins würde ich mir noch mal ganz genau... Das gucke ich mir noch mal an. Hast du noch ein anderes Notenpapier für jetzt? Nein. Heute ist echt scheiße. Hier ist ein Blatt für mich, ganz ordentlich. Vielen Dank, Frau Masch. Alles wird übertragen. Waren Sie heute ein bisschen genervt von mir oder irgendwas? Wir waren alle ein bisschen unruhig, ja? Ich habe das nur gespürt, dass Sie so ein bisschen genervt waren. Das ein bisschen genervt? Mhm. Kann schon sein. Also es tut mir leid, wenn ich da irgendwas... Ich glaube nicht, dass du jetzt genervt hast in dem Sinne. Ich möchte nur, dass du ordentliche Arbeitsmaterialien hast und die Dinge, die du vielleicht jetzt nicht verstehst, weil wir das ja alle schon durchgesprochen haben, dass du da einfach noch mal nachfragst. Ja, ich habe es ja, glaube ich, auch richtig gemacht, die Hausaufgaben. Okay. Und ich habe auch zu Hause die Mondscheinsonate geübt. Tatsächlich? Mhm. Du kannst die Mondscheinsonate spielen? Ich glaube schon, weil ich habe sie ein bisschen geübt. Also nicht ganz, aber so die ersten. Kannst du mal probieren? Ich freue mich, dass du auf den Tasten dich etwas gut auskennst, wie mir scheint. Mhm. Ja? Darum habe ich es extra angeübt. Die Mondscheinsonate steht in Cis-Moll, Jonas. Und beginnt so.
habe zu Hause kein Klavier, ich habe es nur auf so einem Block, mir die Tasten aufgemalt und dann... Und dann spielst du, ohne Ton. Mhm. Gut. Gut, ich glaube, du musst in den nächsten Unterricht, ja? Beeil dich. Dilo, du kriegst von mir 2 Euro, wenn du gleich Hallo Frau Hersebrei sagst. Ich habe heute nur einen mit, morgen kriegst du 2. Hallo Frau Hersebrei. Ich gebe dir ein Zeichen, dann weißt du schon, okay? Komm, komm. Tag. Hallo Frau Hersebrei. Thilo wollte Sie begrüßen. So. Hä? Habe ich das schon? Ich wurde dazu überredet, Hallo Frau Hersebrei zu sagen. Hm. Also wir wollen gerne Joe Max T anmelden. Was ist das? Eine Band. Ja. Unsere Band. Okay. Joe Max T. Okay. Wie habt ihr euch das vorgestellt? Wir würden gerne AG machen, eine Band AG. Ja. Nur mit euch dreien? Oder nee, kann jeder, der noch ein Instrument kann, mitmachen. Habt ihr schon mal rumgefragt? Emily kann Querflöte. Ja. Was braucht er jetzt von uns? Eine Genehmigung, dass wir das als AG machen dürfen. Ja, und ein Schlagzeug und ein Bass. Wir haben keinen Bass. Mhm. Ihr wisst ja sicherlich, dass wir schon eine andere Schülerband haben, ja, die bei uns aktiv ist. Nee. Der Gorn aus der Stufe 13, also der mit so einem, mal gut sichtbar, mit so einem Stirnband dann auf dem Pausenhof steht. 2 zum Bauen und 2 so fertig. 2 zum Bauen? Hey, bist du Gorn? Ich bin Gorn. Hi. Cool. Machst du heute mit hier oder was? Nee, ich war heute bei Drescher, aber ich wollte AG anmelden. Für Joe Max T, das ist unsere Band, aus der 10. Echt? Ja. Saugeil. Spielst echt gut, also. Ja, du auch. Wow. Habt ihr noch Bedarf, dass ich da mitmachen könnte, oder? Klar. Würde mich echt freuen, also. Das muss natürlich die Band so entscheiden, aber... Na, red mit dem mal und frag mal. Na klar. Bis bald. Bis gleich, mein Digga. Servus. Hey. Neu auf der Schule? Mhm. Mhm. Frau Müller, eine 10. Ja, ich bin ja jetzt raus hier. Warum bist du raus? Meine Schuljahre rum, sagen wir es so. Echt? Mhm. Zu Abi? Nee, halt nicht. Wollte ich gern, aber hat nicht ganz so funktioniert, wie ich es mir dachte. Ja, das kenne ich. Aber hat sich viel verändert hier, ist langweilig geworden hier. Was machst du jetzt hier, wenn du nicht mehr zur Schule gehst? Ich habe jetzt meine Freundin hergebracht, sie macht Abi hier. Ah, echt? Hm? Und was machst du heute noch? Na, Unterricht halt. Sehr langweilig. Oh, da kann ich dir einen Schulz noch, einen riesen Getränkemarkt. Das ist ein riesen Parkplatz. Ja. Und da treffen wir uns eigentlich oft mal alle. Auf dem Parkplatz? Auf dem Parkplatz groß. Da kommen die Leute mit den Autos hoch und... Was macht ihr denn? Von der Nähe kommt, feiern, quatschen. Auf dem Parkplatz? Auf dem Parkplatz, ja. Klingt komisch, ist aber so. Und lassen wir die Autos an? Die Autos lassen wir an, ja. Wollen auch gegenseitig zeigen, was wir für eine Anlage haben. Das ist schon lustig. Kann man da rauchen? Klar. Kommt drauf an, was rauchen. Was kann man denn nicht rauchen? Ich sag mal, Gras und sowas, alles so, alles was mit Herz und Drogen zu tun hat, gibt's nicht. Echt? Da achten wir drauf. Da ist strengst verboten. Echt? Mhm. Ja, das ist punktsymmetrisch. Punktsymmetrisch zum Koordinatenursprung. Punktsymmetrisch zum Koordinatenursprung. Punktsymmetrisch zum Koordinatenursprung sind Hyperbel. Ja, da kann man ganz deutlich sehen, ob er eben wächst oder bei der anderen Geschichte hier, ne, eben fällt. Als Möglichkeit, sich da zu merken, wie man Monotonie entsprechend aus dem Graphen ablesen kann. Ja? Hi Gordon. Was ist denn da? Verteile ich jetzt an alles, dass wir ein paar kommen, dass wir noch ein paar, so wäre cool, wenn einer noch Orgel spielen kann, Keyboard oder Backgroundsänger oder Percussions und was weiß ich. Ja, wo komm ich gleich mal mit, oder was? Ja, komm. Könnt ihr singen? Noch eine Band. Band AG. Nachmittag treffen wir uns. Vielleicht habt ihr Bock mitzumachen. Habt ihr Bock bei JumpX Team mitzumachen? Dann kommt vorbei. Du kannst doch bestimmt rappen. Wir machen eine Band dann nachmittags. Ja, cool, dann kommt vorbei. Ist egal, was immer du kannst. Hey, habt ihr Bock mitzumachen? Wir machen eine Band am Nachmittag. Ja. T. Von Joe Max T. Tilo. Von dem haben wir das T gekriegt. Mal gucken, vielleicht können wir auch Joe Max T und Gordon machen. Wir haben jetzt schon mal für unsere Band Zettel verteilt. Ich hab's schon gesehen. Ja, es kommt zu übersehen. Max und ich sind ja die Bandleader. Also müssen wir es eigentlich auch noch mit Max besprechen vorher, ne?
Das ist Max. Jo, Max. Max und ich haben die Band gegründet. Max und ich sind die Bandleader. Ich habe schon alles verteilt vor dem Nachmittag. Hab ich auch schon gesehen. Joe Max T. Und Gordon vielleicht. Da muss man noch was Joe Max T. Go. Joe Max T. Go, das ist gut. Joe Max T. Go. Joe Max T. Go. Joe Max T. Wie Kaffee. Joe Max T. To Go. Joe Max T. To Go. Sag mal, irgendwas, was hast du im Kopf? Ich verstehe das immer nicht. Willst du da 50 Leute haben, die da auf Instrumente rumballern? Ich kann weniger als manche andere, die da wahrscheinlich. Aber du bist schon, T. Das ist egal, ich kann mir da nicht mehr raus. Du bist schon T, du kannst dir nicht mehr raus. Das müssen wir den Bandnamen ja umgestalten. T to go, wegen Gordon, weißt du? Ja. So, also die Noten. Charlie zu den Geofaktoren, was ja auch Thema war. Allerdings erst nach Nachfrage, aber immerhin, es kam dann. 1 minus 13 Punkte. Jasmin? Ja. Zu wenig Infos, keine Tiefen, Gebirge habt ihr genannt und Wasser. Also ihr habt zwei Geofaktoren im Prinzip bearbeitet. 4 plus Gunnars Karte, 4 plus Meeresfehler und wenig Infos. Das ist so ungerecht, Gunnar ist total gut. Wir waren alle gut. Hier auch Jasmins Gruppe war gut. Und ja, ohne viel kriegt. Das ist total. Frau Müller benutzt die schlechte Schneiden. Frau Müller ist einfach nur. Übersichtlichkeit mangelhaft. Die untere Karte ist von Umrissen her nicht die Türkei. Ihr hattet 3 Karten. Die untere unten links waren die Umrisse nicht der Türkei. Spanien abgezeichnet haben. Irgendwie ja, sowas. 3 plus. Sie haben jetzt einfach mal so nach Gefühlslage bewertet oder nach was? Ja. Max, ich habe nach Menge dessen, was die 6 Geofaktoren sind, bewertet. Hat er die nicht 6 auf der Folie mit drauf alles geschafft. Deswegen hat er auf den Infozettel, den Sie nicht haben wollten. Also die Folien können sehr wohl alle 6 Faktoren bearbeiten. Das haben wir ja gesehen. Es ist ja nicht, dass die Folien es inhaltlich nicht geschafft haben. Es gab ja durchaus sehr anspruchsvolle ich Folien. Ich rede jetzt ganz Ich rede jetzt, bitte Max. Du hast in der Prüfung eine Arbeit niederzuschreiben und da kannst du nicht sagen, ich habe noch viel mehr gewusst und habe es woanders hingeschrieben. Das, was da drauf ist, wird bewertet. Frau Müller, wozu haben wir diesen Vortrag gemacht? Um es den Schülern mündlich nach Jeder hat es selber gemacht. Wozu haben wir persönlich für Sie, für Ihre Belustigung oder wozu? Was redest du denn für einen Vortrag? Er hat doch vorgetragen. Ja, aber jeder wusste über dieses Thema Bescheid. Jeder hat es selber gemacht. Und wozu der Vortrag? Hätten Sie gleich von Anfang an gesagt, nur die Folie wird bewertet. Ja, Fakten raus. Wir gingen davon aus, die Folie und das gesamte Drumherum, was auch logischer wäre. So, ich habe heute vor, folgende zwei... Ja, können wir das bitte mal lassen jetzt? Können wir das mal dann klären? Ja, wir sehen doch, dass wir es nicht lassen können. Ich habe heute zwei Sachen vor. Ja, es ist ja schön, dass Sie zwei Sachen vorhaben. Wollen Sie nicht mal alle Fragen beantworten? Für einen Schüler, der sich vorbereitet hat, zu einem Vortrag. Das ist Ihre typische Art, wenn sie keinen Bock mehr hat oder keine Argumente mehr bringt. Sie hören. Immer so. Warum ignorieren Sie uns denn ständig? Na, weil es jetzt erstmal nichts weiter bringt. Ja, aber ich finde ja auch. Und bitte Jonas nach vorne. Wann muss ich anfangen? Jetzt. Also, die Berliner Wasserverträge habe ich einen Vortrag, also ein Referat vorbereitet. Dazu habe ich einen Artikel in der Taz mir rausgesucht. Die Wasserlügen von Rot-Rot heißt der Artikel. In dem Artikel steht, dass die rot-rote Koalition gelogen hat, was ich jetzt nicht schlimm finde, da jeder Mensch laut dem Professor Dr. Jochen Mecker täglich 200 Mal lügt. Und wenn ich jetzt behaupten würde, ich mache den Vortrag hier gern, wären wir schon bei 201. Und wenn ich sagen würde, dass ich Frau Müller nicht mag, wären wir bei 202. Und worüber die rot-rote Koalition gelogen hat, ist mir ehrlich gesagt nicht ganz klar geworden. Angeblich über die Zinsen für Wasser. Und da sich Wasser aber nicht vermehrt, sondern immer im Wasserkreislauf bleibt, frage ich mich, wie man für Wasser Zinsen verlangen kann. Es gibt ja auch keine Prozente auf Erdanziehungskraft. Was aus dem Artikel nicht hervorgeht, ist, wo die Taz die Dokumente geklaut hat und wofür die rot-rote Koalition das Geld ausgibt. Interessanter fand ich einen Cartoon auf der nächsten Seite, in der Taz. Da sagt Gott zu seinem Laptop, Gott sieht alles. Und der Laptop sagt, ich auch. Na, jedenfalls nochmal zum Thema Lügen. In der Lügenwissenschaft wird unterschieden zwischen soziale Lüge, Notlüge, Zwecklüge, gemeine bzw. verbrecherische Lüge, zwanghafte und pathologische Lüge. Im Fall Wasserzinsen war es eine Notlüge, weil, da es auf Wasser keine Zinsen geben kann, kann man darüber auch nicht lügen. Das wäre so, als würde man über das Gewicht von Fürzen streiten oder über die Farbe Rot.
Vielen Dank. So, welche Note gebt ihr Jonas? Welche Anforderungen hat er gebracht? Was hat euch gefallen? Chris, mach mal bitte einen Vorschlag. Ich fand es gut, dass es sehr amüsant gestaltet hat. Also er hat auch seine kleinen Späßchen damit reingebracht. Das mag ich halt. Ja, die Information, ja, Wasser keine Zinsen, mehr habe ich jetzt auch nicht mitbekommen. Ja. Aber hat mir schon gereicht. Ja, 2-1 so. Also cool, du stehst danke. Zwischen 13 und 12 Punkten. 13. Gut, da der Jonas nun noch nicht jemanden von euch erlebt hat und das also zum ersten Mal gemacht hat, geben wir Ihnen diesen Neustarter-Bonus und ich denke, dass die 13 Punkte durchaus gerechtfertigt werden. Patricia, sind Sie mit einverstanden? Na klar. Gut. Das finde ich cool, aber ich wäre bereit, von meinen 13 Punkten 6 abzugeben und sie Thilo zu geben. Das ehrt dich. Mal sehen, ob Thilo die dann annimmt. Alle hat er den Infobogen gemacht. Gut, alles klar. So, weiter. Also nur, damit Sie das jetzt wissen, ich werde gegen die 3 plus was unternehmen. Also mach, nur, damit Sie das jetzt wissen. Macht es, macht es. Gut. Wunderschönen Tag noch. Jonas, dein Problem. Nee, ich wollte mich nur noch mal bedanken für 13 Punkte und für den Unterricht. Das ist lieb von dir, dass du dich bedankst. Das ehrt dich. Ich bedanke mich für deinen schönen Vortrag. Okay, danke. Gut. Das wäre doch schon toll, wenn man jetzt an Gott auch glauben könnte, ne? Ja, sicher wäre das toll. Ja, aber ich finde nur die Vorstellung so deprimierend, dass dann danach nichts mehr hier ist, wenn wir mal sterben. Also für mich ergibt sich daraus ja dann gleichzeitig die Frage, wozu ist man dann überhaupt da? Genau. Wenn man dann wieder weg ist und nichts bleibt. Sie glauben auch, dass irgendwas dann bleibt? Ich glaub's nicht, nee. Ach. Ich weiß es nicht, was ich glauben soll. Wenn Gott auf den Knopf drückt und dann entsteht die Erde mit einem Urknall, ist mir ein bisschen unheimlich. Und ja, warum? Weil dann könnte er auf den Knopf drücken und dann ist die Erde wieder weg. Ja. Nee. Also die Vorstellung möchte ich bitte nicht haben. Ja, aber es ist ja der liebe Gott. Er hat das ja nicht geschafft, um das kaputt zu machen. Er ist ja wie ein Modellbauer. Der liebe Gott hat ja auch Adam und Eva aus dem Paradies geschmissen. Ja, aber Sie müssen ja auch manchmal einen Schüler bestrafen, wenn er Mist gebaut hat. Das ist richtig. Aber das ist ja die Frage, ob ich den bestrafe. Oder ich gebe ihm ja auch damit auch irgendwann wieder eine Chance. Also ich habe damit Gott so wirklich so meine Probleme. Ich habe das ja schon mal im Unterricht gesagt mit dem Tumor zu Babel. Und wenn ich ganz böse bin, hat gemacht, dass die Menschen sich nicht mehr verstehen. Und das nicht nur in der Sprache. Wieso hat er das wieder das gemacht? Naja, die haben ja da so wunderschön zusammengearbeitet und hatten alle die gleiche Sprache. Und dann hat er die Sprachen verwirrt. Ah ja. Und schon haben sie sich nicht mehr verstanden. Und warum hat er die Sprachen verwirrt? Na, dass sie nicht mehr weiterbauen konnten an ihrem Turm. Ah. Also hätte er das eigentlich wieder rückgängig machen. Aber er macht es ja jetzt gerade rückgängig mit dem Internet. Im Grunde sprechen wir alle Englisch online. Vielleicht hat Gott auch Mark Zuckerberg auf die Erde gebracht. Und Facebook gründen lassen. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, die wichtigsten Ergebnisse im menschlichen Tun haben die Menschen schon selber vollbracht. Ja, aber vielleicht hat Gott sie ja dazu irgendwie angestachelt. Nee. Können Sie das Vaterunser? Nee, nicht vollständig. Ich kann es auch nicht vollständig. Ich glaube, ich Vaterunser im Himmel. Der du bist im Himmel, geheiligt sei dein Name. Dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Wie im Himmel, so auf Erden. Bitte vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern, zum Beispiel Herrn Log, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Max! Max! Hey Max, ich habe eine Idee, komm mit. Ich habe ein Plakat für unsere Band. In Richtung Schulhof, aber da ist gar kein Fenster. Hier ist doch gut, oder? Ja. Das ist der Hammer. Warte, so? Jetzt müssen wir es hier fest. Lass mal noch ein Stück. Liebe Mitschüler! Scheiße, wie geht denn das an? Liebe Mitschüler! Scheiße. Liebe Mitschüler! Scheiße, das Ding geht nicht an, Max. Aber ich sehe doch hier! Liebe Mitschüler, hiermit erklären wir die Band zur
Hammer. Ich dachte, ihr lauft erst hier unten auf dem Schulhof. Man hat nicht so verstanden. Jo, Max-Team. Ja, du, was hast du da oben gerade gesagt? Ich hab das mal nicht richtig verstanden. Und unsere Band jetzt gegründet ist. Joe Max Team. Eine Schulband. Cool. Wie heißt die? Joe Max Team to go. Was? Schulband, ja. Mhm. Ja, finde ich ja geil. Danke. Jerome? Na? Kannst du neben mir sitzen bei dem Test? Ich hab verkackst total. Was? Ja, ich kannst auch. Kannst du neben mir sitzen? Ich auch. Moins! Komm! Nee! Mensch, ob es da nicht auffällt. Moin, moin! Ist da nicht auffällt. Ich fall nicht auf. Versprochen. Komm schon! Ach, du bist doch gemein. So, zum Test. Nochmals der Hinweis. Falls man mit seiner eigenen Arbeit nicht zufrieden ist und dann dem Nachbarn seine nehmen möchte oder so, ne? Ihr müsst auch die vom Nachbarn nicht korrigieren, das mache ich schon. Ein bisschen was muss ich auch tun. So, letzte Kontrolle, ob der Name draufsteht. Dann bitte die Stifte zur Seite. Eine 3 wird, 2 auch. Hä? 2, 3, denke ich. Ich weiß nicht, was die Gegenoperation vom Logarithmus war. Ich weiß nicht mal, was ein Logarithmus ist. So, meine sehr verehrten Damen und Herren, meine lieben Anwesenden, es ist eigentlich ein Grund dafür, also andersrum, es liegt ein Grund dafür vor, dass ich heute hier eigentlich mit einer ganz langen Nase stehen müsste. Der Test vom letzten Mal, der ist sowas von in die Hose gegangen. Ach, mir schon wieder. Durchschnitt 5,87 Notenpunkte, also 6 Notenpunkte. Es gibt nur eine Schlussfolgerung. Ich werde euch jetzt quälen müssen. Und zwar seid ihr von meinen Tests jetzt überhaupt nicht mehr sicher. Ich sage keinen Test mehr an. Ich meine, ganz ehrlich gesagt, wozu seid ihr denn hier? Ihr wollt jetzt ins Leben hinaus. Nach diesem Jahr ist alles gelaufen, was Schule heißt, außer man geht dann länger. Und man will dann einen Job haben. Ehrlich gesagt, was soll jetzt werden? Was soll das werden? Was soll aus der Zukunft werden? Ich möchte später auch mal eine Rente bekommen. Wer soll denn hier arbeiten? Was soll mit dem Land passieren? Ernsthaft jetzt. Also, es kann nicht mehr so weitergehen hier mit dieser Einstellung. Jonas, wie siehst du das? Ja, ich finde, wir lernen ja nicht nur dafür, dass wir später einen Job kriegen, sondern damit wir das verstehen, wie die Welt funktioniert, oder? Also das kommt auch noch dazu. Das ist vielleicht sogar noch viel wichtiger. Das meinte ich ja. Aber letztendlich basiert das eine auf dem anderen. Also wenn ich jetzt den Job bekommen habe und stellt der Arbeitgeber fest, er ist ja eigentlich zuverlässig. Weg mit dir, mein Freund. Nicht pünktlich, nicht zuverlässig. Weg. Dann sitzt man auf der Straße. Das macht nur so voll Druck, wenn man jetzt hier schon in der 10. Klasse immer schon denkt, ja, jetzt kriege ich keinen Job und so, ne? Oder? Also ja. Das finde ich zu viel Druck. Ja, aber das Leben wird ja nicht einfacher. Das ist ja der Druck. Das ist ja eh schon. Muss man Druck rauslassen. Hm? Wo ist das Ventil? Na gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich muss euch jetzt tatsächlich ein bisschen Druck verpassen, damit er was macht. Hey, geht's? Ich bin Bass auch echt schwer, wenn ich. Hier öffentlich, Mann! Ich komm zu öffentlich, das ist übelst eine Merkmale. Von wo kommst du zu öffentlich? Echt? Das ist noch nicht kann? Hä? Weil ich den Griff noch nicht kann. Du hast genau richtig, genau richtig. Ja. Spiel mal. Ja. Jetzt mach mal D und übe mal D. Wenn du es immer wieder durchmachst und nicht aufgibst, immer wieder durchmachst, dann hast du es irgendwann, okay? Dass du nicht aufhören zwischendurch. Immer wieder durchgreifen, okay? Auch wenn du ihn nicht kriegst, dann beim nächsten Mal hast du ihn dann. Und F. Sehr gut. Und nochmal. Und C. Ja, sehr gut, das war gut, das hast du gehabt eben. A-Moll.
machen mit Tee diesmal. Kaffee bestellen und irgendwie dabei trinken. Ja. Tee muss nachkriegen, ja, Mann. Tee. Cool, Tee, aber da war's doch. Da war's doch Tee. Was? Du kriegst es hin? Ja. Versprochen? Ja. Sag mal, Casey, wir machen jetzt für dich 10-mal durch, bis du es kannst. Vorher gehen wir hier nicht raus. Kevin? Aber du hast schon einen Freund, ne? Dann kommt Kevin nicht in Frage, ne? Kevin ist viel zu klein. Was? Kevin ist zu klein. Oh, Quatsch. Natürlich. Kevin ist riesig groß. Kevin ist klein. Oh, Quatsch. Ich will dir nicht sagen, aber du bist auch nicht. Wieso, wie groß muss man denn sein? Für mich mindestens 1,83. Wieso, wie groß bist du denn? 1,95. Aber ich glaube, ältere Frauen. Denen ist es egal, wie groß der Mann ist, ältere Frauen jetzt, oder? Ja. Ja? Ich bin ja eben. Jenseits der 45 ist es egal, ne? 45. Oder? 45, da denke ich manchmal dran. Ja, aber solche Frauen, denen ist es egal, ne, wie groß der Mann ist. Also die zum Beispiel keinen Mann haben. Wenn die keinen Mann haben, das stimmt. Das ist eine gute Frage. Oh, die Überlebensquote nach dem Test ist ja nicht allzu hoch, wa? Gut, oh, ein bisschen anders an als sonst gewohnt. Übergebe mal das Wort. Hm? Bitte. Was denn? Ja, das, da wären wir uns schon einig. Mal Folgendes bitte anschreiben, Jonas. Logarithmus 216 zur Basis x ist gleich 3. Log 216? Nee, zur Basis x, also ach so. Da unten kommt das x hin. Und dann 216 als große Zahl daneben. Ist gleich 3. Löse diese Gleichung. Oder anders gesagt, bestimme x. Also wichtig ist, dass die Basis gleich ist, ne? Ich habe keine Ahnung, deswegen lasse ich es dir von dir erläutern. Die meisten anderen haben ja auch keine Ahnung. Die ganze Geschichte, Jonas, vielleicht noch so ein bisschen als Ansporn, hat einen bestimmten Grund. Also wir sind hier neben Kasperletheater. Mhm. Da verwechselst du die Einrichtung. Bitte, ein bisschen zügig. Oder? Oder nicht? Wollen wir mal sagen, wir nehmen mal eine andere, vielleicht geht es schneller. Mhm. Und zwar die erste nehmen wir vom Test. Einfach mal 3 hoch 2x ist gleich 81 mal 3 hoch x plus 1. Im Exponenten x plus 1. Also jetzt ist es total wichtig, dass die Basis gleich ist. Auf beiden Seiten. Also? Also 2x gleich 81 x plus 1, ne? Hier 81. Fragen ist nicht erlaubt. Also ich muss es jetzt... Ja, das ist der Sinn der Übung. Haben wir es ja. Dann zeige ich das nochmal. Das ist natürlich die 81 und die 2, ne? Jonas Forscher. 40,5. Wir lassen mal die. X plus 1. Die leichten Aufgaben weg und nehmen wir eine richtige Aufgabe auf. Warte, viel mehr nach. Ich möchte die ersten 2 Lösungsschritte. Hm. Ich leg dann mal los. Gut.
Gut, Jonas, danke. Darfst dich bitte wieder setzen? Kannst du den Grund vorstellen, warum die Aktion hier vorne, wie du am Anfang ja auch durchaus korrekt bemerkt hast, diese Vorführung hier für dich gestaltet haben? Nein. Na, vielleicht, weil ich den Test nicht so... Dann hätte ich hier fast den halben Kurs haben müssen an der Tafel. Geht einen anderen. Vermutung, die ich hatte, dass das, was da geschrieben war auf dem Zettel, mit der deinen Namen trug, Wissen war, das nicht aus deiner Schublade kam. Weshalb das? Das konnte ich zum Teil, habe ich zum Teil in einer Stunde schon beobachtet, ne? Deinen Blick verstohlen, ganz vorsichtig, ne? Richtet sich nach rechts zu Jerome. Da ich da nicht beweisen kann, was du da geblickt hast, musste ich natürlich warten, bis ich das schriftlich in der Hand habe. Und der Verdacht hat sich da verstärkt, zumal ist immer blöd, wenn man die Fehler des Nachbarn mit abschreibt. Das ist immer ein scheiß Spiel. Das Ergebnis der ganzen Geschichte ist klar. Wir, glaube ich, müssen uns dann auch mal vielleicht mit dem Klassenleiter gemeinsam unterhalten, wie wir das mit Mathe in den Griff kriegen, um diese Bewegungszeit hier in die Reihe zu bekommen. Dass man was nicht hinkriegt, gut, dann muss man dazu stehen. Aber dann durch Bescheißen hier versuchen, finde ich nicht so toll. Und das macht mich stinkig. Du wirst in nächster Zeit die Möglichkeit haben, das auszubügeln. Mit deinem Wissen. Wir quatschen das dann ab. Ja, eigentlich. Genau, da müssen wir mal gucken, wo wir da hinbauen können. Gesehen. Und was geht jetzt hier so? Rumstehen. Ah, Jonas. Hast du eine Öffnung? Warte, nee, ich mach's mit den Zähnen auf. Was? Willst du wirklich mit den Zähnen aufmachen? Ja. Sehr krass, Mama. Cool, danke. Prost. Hey! Alles gut? Ja, klar. Danke, danke für die Einladung nochmal. Kein Ding. Wir trinken. Ja. Ich wollte jetzt reingehen. Was ist das denn? Whisky? Weinbrand. Das ist gut. Das musst du genießen. Das musst du so. Nein, ist gut. Ja. Also, ich hab noch Wodka da. Wir können auch noch tauschen. Also, hier ist nicht auch Kampftrinken angesagt, sondern genüsslich. Wenn du nicht mehr kannst, dann sag Stopp. Weil damit zeigst du nur mehr Mut und Respekt, als wenn du jetzt sagst, guck mal, ich weiß hier was. Oder Wodka! Ja. Auf deine Vaterschaft, du Wichser! Ja, er ist Vater geworden. Ey, Glückwunsch! Echt? Ja. Cool! Ach, das ist süß! Demian Wolf! Glückwunsch! Wie heißt sie denn? Er! Ja, wie heißt er denn? Demian! Glückwunsch, Mann! Weißt du, du kannst mir vielleicht ein bisschen helfen, Mathe? Ich bin auch nicht so der Beste. Was hast du denn gemacht in dem Test? Eine 4. Ja, ich hab eine 6. Na, ich weiß ja selber nicht, ob ich das jetzt kapiere oder nicht, diese neue Potenzfunktion. Ah, Teddy, hast du noch Weinbrand da? Ja. Der ist echt gut. Ich hab auch noch. Soll ich den? Ja. Warte, wir spielen ein Teddy-Spiel. Wie geht das Teddy-Spiel? Nee, nein. Siehst du den Deckel? Mach ich nicht. Ja. Oh, sorry, Deckel weg. Jetzt muss er da unten. Das ist ein Teddy-Spiel. Das ist gut, voll lustig. Teddy! Wie ein Locken. Ich geb nicht auf. Hey. Wenn ich kann, dann sag Stopp, dann ist okay, dann du nimmst keiner böse. Nee, ist gut. Wie sagst du immer vorher, was machen wir mit dem Deckel? Weg! Jetzt trinke, bis der Arzt kommt. Komm, Jonas, du bist der Erste, du darfst das. Ey, komm. Warum? Ein Schluck noch. Alles okay, das ist reicht. Ein Schluck noch. Diskussion. Teddy sagt, es ist okay. Ich hab noch ein Bier. Nein, Mann. Jetzt ohne Scherz. Ich wollte einen Schluck nehmen. Das reicht. Ich bin höflich. Das reicht. Warum? Nur ein Schluck. Abflug, ganz schnell. So, jetzt weine ich aber. Wenn es reicht, reicht es. Jetzt weine ich aber. Aber er wollte mir nur einen Schluck geben, Teddy hat das nett gemeint. Warte mal, pass auf. Hier in der Gruppe liegt es so. Wenn du die Hand drauf gibst,
Dann ist es ein Versprechen. Einen Schluck? Das ist ein Versprechen, hör zu. Ja. Kriegst du einen Schluck und das reicht. Okay? Das ist ein Deal? Okay. Wenn ich sehe, dass du noch einen Schluck nimmst, dann wird's böse. Okay? Dann darfst du jetzt darfst du aussuchen. Goldbrand oder Uso? Schale nehmen. Die sind so warm heute, Dinger, ne? Ja. Herr Drescher wollte mich sehen. Jetzt um 11:30? Ja. Oder schon etwas eher vielleicht? Ich glaube jetzt. Er hat mir eigentlich gesagt, er wartet schon eine Weile. Ach so. Na, wir gucken mal. Ich habe ihn hier Mittag mitgebracht. Das ist aber sehr freundlich. Nee, nur, dass sie nicht extra runter in die Kantine. Das ist aber sehr freundlich. Vielen Dank. Ja, wir hatten uns ja hier verabredet, um mal gemeinsam so ein kleines Zwischenfazit zu ziehen, wie dir so die ersten Tage und Wochen bei uns an der Schule gefallen haben. Und natürlich auch von unserer Seite für dich ein kleines Fazit, damit du weißt, ob du in der richtigen Richtung marschierst. Ja, im Großen und Ganzen schon. Ich glaube, in Mathe habe ich noch so zwei, drei Schwierigkeiten. Also Mathe ist halt eher so, dass hatte ich neulich auch so eine Situation, wo ich eher so gedemütigt mich fühlte, also in der Tafel was vorrechnen musste und so. Und so, wie war die Situation, dass du da die bestimmten Dinge nicht machen konntest oder dass du schlecht vorbereitet warst oder dass einfach die Sache nicht zu schaffen war? Ja, ich bin einfach in Mathe halt nicht gut. Das liegt halt an meiner Veranlagung und das weiß ich auch, dass ich das später nie brauchen werde und wollte eigentlich mit Herrn Lok auch so einen Deal machen, dass ich halt nicht verstehe und ich will halt auf eine 4 kommen. Mhm. Hast du schon mal die Idee gehabt, deine Mitschüler zu fragen oder das Gefühl hattest, da ist jemand besonders gut in Mathe, kann dir da vielleicht helfen? Ich habe neulich Marvin getroffen, abends bei Marvin so auch. Bei Marvin wollte ich mit ihm über Logarithmus sprechen, haben wir auch kurz ein bisschen, aber ich glaube, da hat die Zeit einfach nicht ausgereicht so richtig. Ne? Also ist Mathe so der bisschen kritische Bereich? Ja. Ja. Du weißt ja, demnächst steht dann da eine Lehrerkonferenz an, wo dann alle deine Fachlehrer beratschlagen werden, auch Herr Log. Und dann ein Votum abgeben. Und hat Frau Maschke eigentlich einen Mann, einen Ehemann? Musst du sie fragen, ob sie das sagen möchte. Das wissen Sie nicht. Das musste ich nicht unbedingt etwas angehen, in welchen privaten Verhältnissen unsere Lehrer leben. Aber Sie wissen es auch nicht, oder haben Sie mal gefragt, ob Frau Maschke einen Mann hat? Ich bin schon über alles informiert. Also Sie wissen, ob Frau Maschke einen Mann hat? Hast du sonst noch zur Schule? Vielleicht fragen. Zum Unterricht oder so, wie es weitergeht. Nee. Wie weit seid ihr denn mit euren Proben? Habt ihr schon so die ersten heute Lieder? Heute proben wir wieder. Ja, wir haben jetzt einen Song. Aber wir wollen den halt neu interpretieren. Und dann habe ich schon gehört, wollt ihr so in ein paar Wochen dann mal probieren, vielleicht sogar die ersten Songs schon öffentlich zu präsentieren. Ja, wir wollen ein Konzert machen. Schön, super. Und meinen Sie, ich kann zum Konzert, weil Sie ist ja auch Musiklehrerin von Maschke, einladen? Können Sie gerne fragen. Und meinen Sie, Ihr Mann kommt dann mit oder würde Sie alleine? Kannst du Sie gerne fragen. Aber von Ihrer Einschätzung wird sie eher alleine, nur dass wir wissen, wie viele Stühle wir hinstellen. Also wird sie eher alleine kommen oder wird sie ihren Mann eher mitbringen? Das wird sich doch dann zeigen. Aber, sehr schön. Aber das heißt, wenn wir die Bestuhlung, die Stühle bei hinstellen, das heißt für Frau Maschke, dass wir noch einen frei, falls sie ihren Mann mitbringt, ne? Du kannst ja gerne zwei Stühle hinstellen, wenn du möchtest. Also, und Frau Maschke entscheiden lassen, wen sie da platzieren. Hat sie Kinder auch, Frau Maschke? Musst du sie fragen. Das wissen sie auch. Erzählt sie nicht so gerne Sachen. Ist ganz schön neugierig. Ja. Brauchen wir heute ein Heft? Brauchen wir ein Heft heute? Notenheft. Ja, brauchen wir das oder nicht? Da. Wenn ich jetzt kein Heft habe, macht ihr mich fertig. Ja, doch. Nein. Doch. Masche, es tut mir wahnsinnig leid, ich habe mein Heft vergessen. Es tut mir wahnsinnig leid. Das ist kein Problem. Ich dachte, machen wir die Stimmbildung heute. Dachte ich, wir machen eine Gemischtenstunde. Nimm erst mal Platz. Thank you.
Bitte schön. So, wir sind ja auch unter der Belastung der direkten Vorbereitung auf die Klassenarbeit. Nochmal zur Betonung oder zur Herausarbeitung, Potenzgesetze. Potenzgesetze. Ja, ein Schwerpunkt. Hallo. Jux. Ich glaube, ich brauche wirklich ein bisschen Nachhilfe. Vielleicht kann ich zu Ihnen kommen und Sie die Zeit bringen mir das nochmal bei in Ruhe. Beim können wir nutzen, auch jetzt, wie gesagt, in der Förderstunde. Aber geht es auch außerhalb der Schule, weil mich... Ich kann besser lernen, wenn ich nicht in der... Das, also außerhalb der Schule. Das wird schwierig. Weil ich habe ja nur noch ein paar andere Sachen und sehe auch nach Feierabend noch so ein paar andere Leute. Achso, wen denn? Ein paar andere Dinge, die man da so als Standard hat. Oh. Also das wird schwierig. Nutzen wir erstmal die Chance, du kannst Jan jetzt, wenn du Zeit hast. Na, ich habe nachher Bandprobe, blöderweise. Ja, das ist dann immer die blöde Sache. Und gibt's ein, also wenn ich nicht zu Ihnen kommen kann, gibt es dann vielleicht einen Schüler, den Sie sich vorstellen können? Jacqueline? Ich wollte fragen, ob wir vielleicht nachmittags Nachhilfe machen können. Vielleicht, ich hatte Herrn Loh gefragt, ob wir es vielleicht bei ihm machen können, aber... Nee, ich meine, wir können das bei Sandra machen. Bei wem? Bei Sandra. Weil mit der mache ich auch Mathe-Nachhilfe. Ah, okay. Bei der zu Hause dann? Hm? Wann ist denn die Klassenarbeit? Nächste Woche Donnerstag, haben wir aber. Donnerstag. Ja. Oh. Also es wird eng, ja. Ja, viel besser. Ja. Einfach reinzuholen, machst du, wie du willst. Du kannst auch schon mal ein Vorspiel versuchen, so das machen. Also wir üben heute nur das Intro. Und zwar fängt Darius an mit dem Akkordeon. Dann setzt Pia ein mit dem Klavier ins Intro. Dann geht der Bass mit und dann verlängern wir dieses Intro nach dem ersten Gesang. Gibt es ein Querflöten-Solo. Ein Querflöten-Solo. Lauter spielen. Und versuch mal vielleicht nicht auf drei dieses Achtelding, was Gordon eben vorgemacht ist. Das hat dann zum dann Ende hin gemacht. Mach mal. Jetzt jeder, wie er will. So, cool, jetzt bin ich gefreut. Bis morgen. Hey, dann. Tschüss. Okay. Ciao. Zusammen, ja? Ja, komm rein. Ja, also Logarithmus ist sozusagen die Umkehrrechnung von Potenzen. Also so wie Division die Umkehrrechnung von Multiplikation und Subtraktion. Ist Logarithmus die Umkehr von Potenzen? Ja, wenn du jetzt zum Beispiel 2 hoch 3 hast, das ist ja 8. 2 mal 2 mal 2 ist 8. Ja. Und dann halt nicht weiß, also... Du hast 2 hoch x ist gleich 8. Mhm. Weiß ja nicht, wie hoch x, also wie groß x ist. Mhm. Und um das halt auszurechnen, machst du Logarithmus. Vielleicht können wir mal einfach so eine Aufgabe mit einer anderen Zahl mal zu üben machen. Ja. Zum Beispiel die, die ich im Test falsch hatte. Die 3 hoch 2x ist gleich 81 mal 3 hoch x plus 1. Das finde ich eine fiese Nummer. Mhm. Also hier haben wir die gleiche Basis, und also 3 und 3. Das ist halt nur das Problem, die 81. Also erstmal geteilt durch 81? Nee, dann hast du es ja auf der Seite stehen. Das bringt dir nichts. Du musst gucken, ob man irgendwie 3 hoch irgendwas jetzt, ob das 81 ergibt. Dass du halt da auch eine Potenz stehen hast. Ach so. Hä? Naja. Ach so. Und dieser Faktor muss addiert werden. Also der Logarithmus von 2. Ja. Muss irgendwie addiert werden, ne? Ja. Keiner weiß warum. Na, ist auf jeden Fall alles... ganz schön kompliziert. In Träumen ist es manchmal leicht, die Schwerkraft aufzuheben. Die Blumen sind zum Blühen da und wir wahrscheinlich zum Leben. Hey, hab ich davor einfach mal 5 Kinder gezogen, der nachher voll zu singen. Wahrscheinlich. Achso, eine Pulle Wodka war mit dabei. So, mir passt es so ganz und gar nicht, das eine hier immer. Ihre Kommentare zwischendurch abgeben können, die könntet ihr am Ende abgeben. Das wäre besser. Ich hatte gesagt, das ist so ein kleiner Übergang. Auch da ist ja nochmal die Entstehung angesprochen worden der Menschen. 20 Sekunden vor Mitternacht beginnt die eigentliche menschliche Geschichte. Das hatten wir schon mal in der ersten Stunde. Das heißt, wir sollten uns mal die Frage stellen, was haben wir in diesen 20 Sekunden mit der uns anvertrauten Erde gemacht? Es sterben
Vierer aus und ich habe irgendwo gelesen, dass die Frösche heute genauso gefährdet sind wie die Dinosaurier. Ich habe herausgefunden, in Indien leben nur noch 1000 Tiger. 10% aller Vogelarten sind vom Aussterben bedroht. So, was haben wir noch auf der Erde? Elektrosmog, haben Sie gesagt. Ja, Elektrosmog. Wir können hier noch mit hinschreiben, Klimawandel. Krankheiten. Ja, Krankheiten machen wir gleich. Hier noch Ozonloch dazu. Ich hatte euch eigentlich für den Abschluss auch noch ein Lied mitgebracht, aber da euer hier Humor nicht meiner ist, offensichtlich... Gehören diese Lieder hier wirklich zum Lehrplan oder so? Ich fand den gut, den Song. In der 10. gibt es keinen richtigen Lehrplan. Nein, es gibt keinen richtigen Lehrplan. Natürlich gibt es einen Rahmenlehrplan. Entschuldigung. Oh, verzichtet. Oder was hast du hier gefragt nochmal? Ach, nichts überhaupt, das ist im Lehrplan steht. Diese was, die Lieder? Ja. Nee, die Lieder sind nicht im Lehrplan. Die habe ich eigentlich ausgewählt, weil ich denke, man sollte auch mal ein bisschen was anderes hören, Punkt 1 und Punkt 2, weil es auch einfacher ist, dass man mal eine Überleitung ein bisschen anders schafft. Genau. Ich meine, es muss ja nicht jedem alles gefallen. Ich wollte eigentlich... Trotzdem halte ich diesen Unterricht für etwas gewöhnungsbedürftig. Oh nein. Oder kannst du mir das jetzt mal erklären? Wie soll ich das jetzt erklären? Naja, alles, was sie da so ranschreiben und so, das weiß man doch eigentlich alles. Warum machen wir das? Oder? Am Lehrplan, Bruder. Der Lehrplan ist sowieso behindert. Also ich möchte jetzt bitte mal wirklich Ruhe haben. Ich weiß, dass einige von euch manchmal ein Problem damit haben und sagen, ich finde das langweilig oder das wissen wir alle und so weiter. Aber jetzt muss ich wirklich mal darauf verweisen, dass das Teil des Rahmenlehrplans ist. Es gibt also auch für LER einen Rahmenlehrplan und deshalb finde ich einfach, brauchen wir über sowas nicht mehr zu diskutieren. Das ist so, wisst ihr, so Kindergarten. Warum müssen wir denn das Gedicht lernen? Das brauchen wir im späteren Leben nie. Das ist ja? Kindergarten. Nee, Gunnar, das ist kein Kindergarten. Geht's nach Hause? Nee, haben wir nicht. Feuchte Wohnung? Mahlzeit. Mahlzeit, Herr Loth. So, meine Damen und Herren, dann los. Wenig Zeit, viel Arbeit. Ja, fangen wir an. Also ich habe sehr viel gelernt jetzt für die Arbeit. Und wollte fragen, ob ich die Möglichkeit hätte, vielleicht in der Tafel zwei Aufgaben vorzurechnen. Auch um das vom letzten Mal, wo es ja nicht so gut lief, das wieder gut zu machen. Wird sich die Gelegenheit, denke ich mal, ergeben auch? Okay. Moment. Schön ruhig bleiben. Es geht hauptsächlich auch um Fragen. Wenn einer jetzt, sag ich mal, eine Frage in diese Richtung hat und das passt, besuche ich sowieso ihn, der uns da vorne zeigt. Bitte. Mit dem Logarithmus, das verstehe ich noch nicht so ganz. Also diese Aufgaben vom Tester. Die habe ich. Genau die habe ich. Also Logarithmus 216 zur Basis x ist gleich 3. Dann willst du den Logarithmus anwenden. Dann kommt da x hoch 3 gleich 216. Das ist einfach so, die Regel habe ich nicht erfunden. Das ist so. So, und wenn wir jetzt das x alleine haben wollen, so, müssten wir hier die dritte Wurzel aus 216 ziehen. Und das ist 6. Jean hatte eine Problemfrage dazu. Jean, wie sieht's aus? Dein Problem gelöst oder ein anderes? Nee, ich verstehe es immer noch nicht. Wenn man da oben jetzt statt einer 3 eine 4 hinschreiben würde, würde man die vierte Wurzel dann daraus ziehen? Ja, genau so ist es. Jean, du solltest anfangen, in den Unterlagen zu kramen, wo es die erste Stunde um Logarithmus ging. Ja, das weiß ich. Und da hast du eben jetzt von kompetenter Stelle dir nochmal sagen lassen müssen, dass wir das nicht erfunden haben, sondern dass es einfach so ist. Und es ist tatsächlich einfach so. Das haben wir nicht erfunden. Und wenn man das nicht weiß und nicht gelernt hat, ich hab's gesagt. Dann hat man damit auch ein Problem. Das ist wirklich. Ich habe noch eine Bitte. 3 hoch 2x ist gleich 81 mal 3 hoch x plus 1. Die kommt mir irgendwie bekannt vor. Das hier sind Basen, also ist jeweils die Basis. Wir können die Basis weglassen, wenn sie gleich ist. Hier haben wir eine 3, da auch und hier eine 81. Und es wäre toll, wenn hier auch eine 3 Stunde statt der 81. Da habe ich rumprobiert lange, was mal wie hoch 81 ist. Und bin dabei rausbekommen, dass 3 hoch 4 81 ist.
Dann haben wir nämlich hier eine 3 hoch 2x, hier eine 3 hoch x plus 1. Und dann können wir im nächsten Schritt die ganzen 3 alle knicken. Dann sind wir bei 2x gleich 4 mal x plus 1. Stopp! Falsch. Ah, warum? Weiß jemand warum? Warum was denn? Warum da nicht 4 mal Klammer stehen muss, sondern 4 plus? Warum? Man könnte theoretisch noch die 3 da stehen, die Basen sind gleich, die Potenzen. Kann man es eigentlich zusammenfassen, dann ist die Regel, dass man es addiert. Eigentlich wird die Basis erstmal hingeschrieben und die Exponenten, die dort stehen, werden addiert. Jetzt habe ich es kapiert. Warum, wieso wir das machen, das ist eigentlich nachher bei der Bearbeitung gar nicht so wichtig. Ist egal. Und jetzt kann man noch x umstellen, ne? Und das ist eigentlich noch einfacher als man. 4x plus 4 kommt doch hier dann. Nee. Gucken, da steht es plus vor der Klammer. 4 plus 1 könnte man hin und wieder ausrechnen. 5. Oh, wow. Oh. War jetzt die Note setzen, bitte, oder wie? Nee, egal. Okay, und dann nach x also umstellen, nach üblicher Art und Weise. Jetzt bist du vielleicht ein bisschen aus dem Konzept, aber versuch's trotzdem. Nee, halt, stopp. Ja, wieso? Dann wische ich das hier weg. Wow. Nee, das geht gar nicht. Das ist komplett falsch. 5 plus x, oder genau. Was? Genau. Und schon sind wir zufällig fertig. Dankeschön. Ich hoffe, dass jetzt dem einen oder anderen auch klar wird, warum man die Berichtung vielleicht von dem Test hätte doch sorgfältiger machen sollen. Dann hätte die Benefirmen nämlich schon. Brötchen leihen? Ja, wenn ich das Geld morgen wieder krieg. Ja, kriegst du. Okay. Hier. Danke. Und viel Glück gleich bei Mathe. Hast du vergessen? In welcher Stunde? Na, Mathe. Zweite, dritte, oder? Zweite. Zweite und dritte Stunde. Okay. Schaffst du. Dann lass es dir schmecken. Ja. Danke, Jacqueline. Kein Problem. So, meine Damen und Herren. Bringen wir es hinter uns. Ja. Arbeitszeit läuft, viel Erfolg und Ruhe jetzt bitte. Kann ich noch mal ganz kurz raus? Ich glaube, ich habe Nasenbluten. Das ist vielleicht mit Wasser ausspülen. Mit Wasser. Auf keinen Fall. Am besten nur drin zudrücken. Okay. Thank you.
Einen wunderschönen guten Tag. Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen verspätet. Mhm. Tut mir leid. So, ich möchte, dass Jonas vielleicht noch mal eine kleine theoretische Aufgabe löst. Könnt ihr euch mal jetzt ordentlich verhalten? Die Ton ab. D-Dur. 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 Und mit welchem Melodieton haben wir gesungen? Mit welchem Melodieton haben wir gestartet? Fis. Mit Fis. Wunderbar. Danke. Was ist es? Das ist keine Hausaufgabenheft. Das ist ein Heft für Musik. Genau. Ich meine dein Hausaufgabenheft. Was ist das Hausaufgabenheft? Wo die Aufgaben reinkommen. Achso, ich weiß jetzt nicht, ob ich das mit habe. Es ist keine schriftliche Arbeit hier. Nichts, keine Arbeit. Ja, das war wegen Mathe, weil ich habe mich in Mathe, ich habe mich jetzt wirklich voll in Mathe reingehängt. Und darunter haben alle anderen Fächer jetzt so ein bisschen gelitten. Das ist ein unentschuldigtes Fehlen. Was kommt jetzt noch? Keine aber ich entschuldige mich ja jetzt. Ich sage, dass mir das leid tut. Jonas, geh in den nächsten Unterricht. Schnell. Mhm. Okay. Pia kann Dienstagskampus. Pia kann gar nicht. Darius' Nummer hast du nicht zufällig? Nee. Was hat keiner da? Hat irgendjemand die Nummer von Darius? Nee. Glaub's nicht. Hey, das ist unsere vorletzte Probe vor dem Auftritt. Wie soll das funktionieren, wenn keiner da ist? Ja. Hä? Darius muss ja. Hat Darius irgendwas gesagt, das du nicht kann? Entschuldigung. Hallo. Ja. Frau Maschke da? Ja, Frau Maschke. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen, Frau Maschke. Bin ich auch eben noch durch? Hallo. Hallo. Ich habe Ihnen einen Kaffee gebracht. Das finde ich ganz reizend. Das hat ein Schüler noch nie gemacht. Wirklich? Und das ist auch für mich? Das ist, glaube ich, noch wichtiger. Ja, das sind meine neuen, also das sind die Notenhefte, die habe ich jetzt angeschafft. Auch inhaltlich? Kann ich da davon ausgehen, dass die Hausaufgabe hier vermerkt? Nee, das ist noch ganz frisch. Halt noch mal bitte. Das ist noch damit ganz frisches. Damit bin ich natürlich nicht einverstanden. Also in Mittagspause hinsetzen, irgendwo ein ruhiges Plätzchen finden und die Hausaufgabe hier abliefern. Okay. Denn momentan steht leider die schlechte Note da. Ne? Und das Zweite ist, dass ich, ein bisschen Hilfe von ihm vielleicht bräuchte wegen Gesang. Mhm. Weil also vielleicht das ist ein bisschen ein Geheimnis, aber es ist so, dass ich habe mich halt verliebt in jemanden und habe deshalb auch die Band gegründet, um diejenige zu beeindrucken sozusagen mit der Musik. Mhm. Und da wollte ich fragen, ob Sie mir vielleicht ein bisschen Gesangsunterricht geben könnten, damit ich also halt richtig gut werden. Du musst dich erst mal vielleicht morgen in der 6. oder am Freitag. Kann ich noch nicht versprechen, ob die beiden Termine möglich sind. Okay. Ja? Aber wir finden den Termin. Alles klar. Gut. Gut, danke. Tschüss und danke für den Kaffee. Mhm, gerne. Tschüss, Frau Maschke. Sie wollten mich gerne sprechen. Ja, ich wollte dich nur noch mal so über den Verlauf dieser Woche informieren. Die ist ja sicherlich bekannt. Wir hatten ja eingangs bei unserem ersten Gespräch vereinbart, dass es einen sogenannten Beobachtungszeitraum geben wird, also diese Abprobezeit. Das heißt, also wir haben uns dann überlegt, dass du dann so nett bist, am Mittwoch nochmal in der Mittagspause bei mir vorbeizukommen, dass ich dich dann über das Ergebnis informieren kann. Du bekommst das in jedem Fall in Schriftform von mir ausgehändigt. Im besten Falle steht dort drin, dass deine Lehrer ein positives Votum ausgegeben haben. Es kann aber auch dann darin stehen, dass es ein negatives Votum gab. Und das hat zur Folge, dass unser Schulverhältnis mit sofort der Wirkung beendet wird. Dir ist ja sicherlich auch bekannt, es gibt Probleme. Na, ein Problem ist es. Ein Problem, vielleicht habe ich das doch noch etwas auf die leichte Schulter genommen, habe ein bisschen zu viel Power in meine Band reingesetzt und hätte vielleicht die Zeit lieber über Mathebuch sitzen sollen. Das wird sich dann alles morgen zeigen, wie weit den Aufwand, den du betrieben hast, tatsächlich auch den gewünschten Nutzen gezeigt hat. Wo fing das an und wann? Was hat dich irritiert? Was hat dich bloß so ruiniert? Naja, so ähnlich, ne?
Was hatte ich bloß? Was hatte ich bloß? Was hatte ich bloß so ruiniert? Was hatte ich bloß? Was hatte ich bloß? Was hatte ich bloß so ruiniert? Wo fing das an? Was ist passiert? Hast du denn niemals richtig rebelliert? Kannst du dich nicht erinnern? Oder was lief schief? Und sitzt die Wunde tief in deinem Innern? Kannst du dich nicht erinnern? Bist du nicht immer noch, Gott weiß wie, privilegiert? Meinen Sie, das würde die Dame beeindrucken im Publikum? Eine Dame? Hm? Eine Dame? Die Frau, das weibliche Wesen, das Y. Das weiß ich nicht. Ich weiß ja nicht, wie die zur Gruppe steht oder ob die das toll findet, ob die Sterne toll finden, ob die den Text toll finden. Aber gibt es irgendeinen Trick, dass man irgendwas macht, dass sie das jetzt richtig gut findet? Also, weil Sie haben ja gesagt, es ist ja eigentlich egal, welches Stück man performt. Gibt es sowas vielleicht? Also ich habe da nichts in der Trickkiste. Ja. Mhm. Okay, sonst hätte ich auch noch... sind Sie jetzt schon, müssen Sie schon wieder weg? Ich hab ein bisschen Druck, ja. Ach so, ich hatte sozusagen als Dank noch was vorbereitet, eine Kleinigkeit. Dafür, dass Sie so nett waren, mir das nochmal beigebracht haben. Und das kurz noch. Aber Jonas, das geht doch nicht. Noch eine Kleinigkeit für Sie. Das geht doch nicht. Für Sie vorbereitet als Dankeschön für die. Nein, also Jonas, das mit dem Kaffee, das war schon eine nette Geste, aber das... Aber das ist ja so nett, dass Sie extra nach dem Unterricht noch... Das ist ein Unterrichtsraum und kein Partyraum. Nee, ist keine Party, ist nur ein kleines, also ein kleines Dankeschön. Jetzt nicht, wenn jetzt hier jemand von der Schulleitung hier reinkommt. Nee, kommt keiner. Die sagen jetzt hier, ich trinke hier mit Schülern Sekt. Das nein, geht überhaupt nicht. Nein, das also ist bitte, gemeine. Der bleibt jetzt bitte zu. Wir können höchstens eine Erdbeere zusammen essen und dann... Okay. Die sind gut, die Armee vom Markt. Die sind oberlecker. Also, das bleibt jetzt hier unter uns? Ja, klar, klar. Ich wollte Ihnen halt sagen, wer Y ist, also wen ich mich verliebt habe, das wollte ich Ihnen nur quasi gestehen. Und wer ist Y? Also ich glaube, dass ich mich ein bisschen in Sie verliebt habe, Frau Maschke. Jonas, wie alt bist du? 18. 18, genau. Mit 18, da interessiert man sich für junge Mädchen, ja? Ja, aber sie sind in meinen Augen. Ja. Ist es, weil sie schon vergeben sind, oder? Ja, ich bin vergeben. Ja, aber sie sind glücklich, da gibt es keine Chance. Ich bin ziemlich glücklich, doch, ja. Okay, ja gut, dann. Aber ich bin auch glücklich, dass ich mit dir hier Erdbeeren esse. Na gut. Dann räume ich noch mal ab. Du räumst dir ab. Ich nehme meine Sachen. Ich habe ja noch einen Termin, weißt du. Die Flasche bleibt zu, Jonas. Hm? Die bleibt zu. Ja, aber den brauche ich jetzt auf den Schreck. Sie können den gerne auch mit nach Hause nehmen. Nein, und das mache ich natürlich nicht. Aber können Sie gerne machen. Jonas, schnell aufräumen. Tschüss. Los. Tilo? Dann geht's. Pretty. Pay to go. Max.
Ach so, was ist denn eigentlich mit Mathe jetzt gewesen? Ja, ich hab's wahrscheinlich. Ich hab's verkackt. Verkackt? Weil ich eigentlich gleich Nasenbluten gehabt hätte, ich vielleicht das noch irgendwie, aber ich hatte halt echt auch Nasenbluten an dem Tag. Scheiße. Und jetzt? Ja, das ist Lehrerkonferenz. Soll ich mitkommen? Zu wem? Zur Lehrerkonferenz. Das wollen wir da zusammen machen. Kommen wir da rein? Mal schauen. Wenn ich bis bald Lehrer zum Sturm. Ja, das wäre cool. Dann können wir zusammen. Ja. Lass uns morgen kurz vor der Konferenz treffen und dann überlegen wir uns was. Okay, machen wir. Gut. Bis dann. Okay. Hast du was? Nee. Ich höre nichts. Komm mal von hier besser. Was ist das für eine Tür? Ich weiß nicht, aber ich weiß, dass das da drüben die Küche ist. Ist die Lehrerkonferenz schon im Gange? Ja. So, also, angefangen. So sonderlich pünktlich sind die jetzt aber auch nicht. Nee. Nein, was da verklappt? Würde gerne nur positiv berichten. Habe mündlich mich für 12 Punkte entschieden. Die Mitarbeit läuft. Nur das Schriftliche ist ein Wunderpunkt sozusagen. Leider kann ich schriftlich nur die Note 6 erteilen. Das ergibt 3 Punkte. Das tut mir etwas weh. Frau Raschke spricht gerade für mich. Hat sie gesagt, bei meinem Dafürhalten ist Jonas. Ich habe ihm gebeten, das nachzuarbeiten. Er war ganz freudig, wollte das machen. Ich habe ihm die Aufgaben zukommen lassen. Er hat sie nicht erledigt, hat mir dann erzählt, er hat sie nicht gekriegt und so weiter. Und also ich sehe es so ähnlich, dass er wirklich den Weg des geringsten Widerstandes sucht. Herr Log ist krank, aber er hat uns per E-Mail seine Einschätzung zukommen lassen. Die würde ich gerne auch noch mal vorlesen. Herr Log ist krank. Er spricht jemand anders für ihn. Herrlich. Ja, Feigling. Bei den Leistungen in der Mathematik bin ich nicht so optimistisch. Hier sieht es von den Kenntnissen und Fertigkeiten her sehr schlecht aus. Die momentane Note 6 mit 0 Punkten zeigen das eindeutig. Das heißt also, nach derzeitigem Notenstand würde es dann bei Weitem nicht ausreichen. Was ist da jetzt los? Ich wollte... Nee, das geht nicht. Wie lief's denn? Darf ich gar nicht sagen. Wie komme ich jetzt rein? Mist. Was machen wir jetzt? Diesen Weg zum Arbeitsamt zu gehen, das ist ganz wichtig. Das muss er machen. Richtig. Mhm. Aufgeholt werden. Hier spricht Jonas Not. Ich bin gerne Schüler an der Paulinischen Gesamtschule. Diese Schule ist mein letztes Ort. Gut. Weiter haben wir noch. Er liebt die Lehrer. Psst, ich das nicht hören. Wenn ich Freunde gefunden habe, ich möchte den Logarithmus begreifen. Ich möchte in Musik alles eine Oktave höher transponieren können. Ich verspreche, dass ich da weitermache, wo ich eigentlich schon stehe. Es gibt nicht viele gute Schulen. Aber das hier ist eine. Aber das hier ist eine. Liebe Lehrer, lieber Herr Drescher, bitte lassen Sie mir diese Chance. Danke. Mehr kann ich nicht machen, Max. Meinst du, klappt? Hä? Meinst du, klappt? Mehr kann ich nicht machen. Ist richtig. Dann haben Sie jetzt also die Möglichkeit, anonym auf Ihrem Stimmzettel ein Ja oder Nein zu vermerken. Ich wünsche allen noch einen schönen Feierabend. Namen. Ich höre das, Jonas. Welchen Nachsatz? Bitte nochmal meinen Namen sagen.
Frau Herse? Nein. Ja, genau. Ach, was, das. Was denn? Rein da. Danke, danke, Frau Herse. Okay, also, bevor Sie mir dann sagen, ob wir Sie abgestimmt haben. Das sind 5.000 Euro. Mhm. Habt ihr nochmal nachgezählt, weil Sie gesagt haben. Hast du heute früh frisch gedruckt, oder? Nein, die sind echt. Ach so. Sie haben mir gesagt, dass ein Schüler 5.000 Euro kostet. Um dich damit zu motivieren, dass hier klar sein muss, wenn wir... Und jetzt habe ich ganz motiviert das Geld zusammengekratzt. Ja, das kannst du dir vielleicht noch für den Fall aufheben, dass tatsächlich unsere Konferenz beschlossen hat, dass es hier für dich nicht weitergeht. Dann besteht für dich immer natürlich noch die Möglichkeit, den Schulabschluss an einer Privatschule durchzuführen. Und den müsstest du allerdings bezahlen. Ich will aber hier, hier bleiben. Dann wird das davon abhängen, wie gestern die Klassenkonferenz entschieden hat. Das kann ich doch spenden in der Schule. Brauchst du aber nicht. Können wir leider auch nicht annehmen. Warum nicht? Weil Papa Staat schon insofern ausreichend Geld hat, um den Schulbetrieb ja auch so zu finanzieren, ohne deine Spende. Gut, nichtsdestotrotz interessiert dich sicherlich, wie deine Fachlehrer gestern entschieden haben. Wir gehen das mal hin, dann können Sie noch überlegen. Kannst du gleich wieder einstecken, das brauchst du ja nicht liegen lassen. Steck's mal bitte wieder ein. Das muss der Steuerzahler dann verkraften, wenn er dir damit einen besseren Schulabschluss vermitteln kann und du damit dann möglicheuerweise keinen Hartz-IV-Empfänger hast. Also zahlt mich weiter der Steuerzahler, ist das der Deal? Das wird sich jetzt gleich entscheiden, ob er dir so viel Vertrauen entgegensetzt, dass unser Lehrer... Der Steuerzahler ist jetzt nicht gefragt worden, die meisten Steuerzahler kennen mich ja gar nicht. Genau. Also, deine Fachlehrer haben gestern zusammengesessen. Mir persönlich war das nicht klar, wie sich deine Lehrer entscheiden werden. Vielleicht nochmal Revue passieren. Wir hatten ja vor kurzem zusammengesessen. Ich hatte dir jetzt die Möglichkeiten schon mal aufgezeigt. Okay, haben die ja oder nein gesagt? Wer? Die Lehrer. Das heißt, die Lehrer haben abgestimmt. Ja, wie denn? Ja oder nein? Und haben sich mehrheitlich dafür ausgesprochen. Wofür? Dass Jonas die Schule weiter besuchen kann. Aber. Und jetzt, wie weit? Also ich kann bleiben? Du kannst bleiben. Mehrheitlich. Trotz der Einwände auch von Herrn Luke, der kritisch die Sache dann natürlich auch... Also hat Luke es nicht geschafft, alle zu beeinflussen? Selbst Herr Luke hatte sich dann auch für dich ausgesprochen, weil er gesagt hat, er sieht Licht am Ende des Tunnels, aber es setzt natürlich voraus, dass du dranbleibst. Klar, also bin ich jetzt ein ganz normaler Schüler, wie alle anderen auch. Gibt es erstmal Auflagen zu erfüllen? Deal. Die trage ich dir erstmal vor. Okay, ja, mach alles. Die musst du dir erstmal überlegen, ob die für dich akzeptabel sind. Klar, also aber ich kann bleiben, das ist Fakt. Wenn du die Auflagen erfüllst. Aber ich kann bleiben. Wenn du die Auflagen erfüllst. Aber ich bleib hier. Wenn du die Auflagen erfüllst. Aber erstmal bleib ich hier. Nummer 1. Ja, ich mache alle Auflagen. 2 Stunden pro Woche Förderunterricht Mathematik. Klar. Erledigung zusätzlicher Hausaufgaben. Klar. Schriftliche Arbeiten sind alle nachzuschreiben. Mach ich auch. Versäumte Unterrichtsstunden sind nachzuarbeiten. Mach ich. Und jetzt kommt's. Jeden Freitag Gesprächsrunde beim Sozialarbeiter. Klar, Hoppe. Feedback. Hoppe ist cool. Mach ich alles. Ah. Das ist Ihre Unterschrift? Ja. Geil. Auch sehr schön. Ich bin neu ausgedacht. Die. Also, schlag ein. Danke, Edrich. Ja, also, fleißig sein, flott dran. Und wir vertrauen dir, dass du die Sache meistern. Ich vertraue Ihnen auch. Okay. Danke, Herr Drescher. Danke. Na denn. Bleibe! Was passiert? Was wurde passiert?
Klassenzimmer. Ihre Nägel sind lackiert. Ich fange an zu schwitzen, was ist mit mir passiert? Ich gebe für sie das Beste. Ich übe fleißig Bach. Doch ich verdammte mich ständig, ihre Nähe macht mich schwach. Kalimba die Luna, vermasch gemorgen am Mur. Ich hab das komponiert mit einem wundervollen, wundervollen, wundervollen Schlussakkord in Dur. Kalimba die Luna, vermasch gemorgen am Mur. Kalimba die Luna, vermasch gemorgen am Mur. Hallo, hallo, hier ist Jonas. Ich wollte Ihnen gute Besserung wünschen. Und nicht, dass Sie sich verkühlen noch. Ich wollte Ihnen erstmal gute Besserung wünschen. Danke, danke. Und dann wollte ich mich noch bei Ihnen bedanken, dass Sie für mich gestimmt haben, dass ich bleiben darf in der Schule. Ja, nur einer von vielen. Ja, aber ich hätte gedacht, dass Sie halt sagen, nee, Jonas soll gehen. Und also ich finde das echt nett. Ein bisschen quälen muss er noch sein. Ja. Ach ja, die Filmleute haben auch gesagt, dass Sie jetzt noch mal 8 Wochen bleiben. Ach so. Gut, da muss ich doch mal mit meinem Arzt reden. Ja, ja. Schule ist nicht schön. Schule muss man nicht von innen sehen. Babadab, Schule ist nicht schön. Besser nicht in Schule gehen. Doch Schule ist wichtig. Schule ist richtig, sagen die alten Leute. Doch ich sage, Schule ist nicht gut. Schule ist nicht schön. Schule ist nicht schön. Man muss die Schule nicht von innen sehen. Schule ist nur Stress. Zensuren müssen nicht sein. Und wenn der Lehrer spricht, sitz, dann steh. Und wenn der Lehrer spricht, falsch, dann ist es richtig. Schule ist nicht schön. In die Schule muss man nicht hingehen. Schule ist nicht gut. Duden Dubai, Schule ist wie ein gutes Buch. Wer liest schon Bücher, wo man auch Fernseh gucken kann? Wer will heute schon rechnen müssen? Wofür Schule? Schule muss man nicht von innen sehen. Schule sei kein Frosch. In der Schule sind die Pausen das einzig Wahre. Da, 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 man kann auf den Schulhof gehen. Einsetzen!